Ja, wir haben ja heute zwei Vorträge. Also nach mir erzählt euch dann Fabs da was über das Hackplace und die Finanzen und so. Und ich erzähle euch jetzt was über Tor. Für die Leute, die nicht wissen, was Tor ist, gibt es einen kurzen Crashkurs. Das ist ein Netzwerk, ein dezentrales, über das man seine Anonymität online wahren kann. Das wird sehr viel benutzt, zum Beispiel in China, um die Zensurmaßnahmen der chinesischen Regierung zu umgehen oder in anderen repressiven Regimes. Es wurde im arabischen Frühling ziemlich viel benutzt von den Rebellen, sage ich jetzt mal. Das wird von Freiwilligen betrieben, das heißt, jeder kann helfen, jeder sollte helfen. Es ist ein Akronym für The Onion Router, das war es zumindest mal, aber heute sagt das niemand mehr, deswegen wird es auch klein geschrieben. Das heißt, es ist halt einfach nur noch Tor. Also Onion Routing, das ist das, wie Tor funktioniert. Das kann man kurz so in drei Sätzen oberflächlich erklären. Onion Routing ist quasi eine Möglichkeit, ein Netz aufzubauen, dass man da durchroutet. Und jeder Knoten kennt nur den Knoten, der vor ihm kam und der nach ihm kommt. Das macht man, indem man quasi die Adresse, eine Route so aufbaut, dass man mehrfach ineinander verschlüsselte Routing-Informationen macht und quasi nur die Node, die das ein Paket kriegt, das entschlüsselt. Da liegt dann mehr verschlüsseltes Zeug drin und die Adresse der nächsten Route. Also vorstellen kann man sich das quasi wie man schickt was durch die Gegend, indem man ganz viele Briefe ineinander schachtelt und man stellt sich jetzt vor, dass nur derjenige, der den Brief, also dass immer nur derjenige, an den der Brief adressiert ist, den noch aufmachen kann. Das heißt, man schickt halt irgendwie an seinen, man schickt halt irgendwie so durch mehrere Leute einen Brief durch die Gegend. So dass derjenige halt immer nur weiß, wo der Brief herkam und wo er hingeht, aber nicht, wer sonst noch so an dem Brief beteiligt war. Das heißt, niemand weiß, was man so macht. Ja, es gibt so verschiedene Begriffe, die man öfter hört, wenn man über Tor redet. Das erste ist mal einfach mal eine Node. Eine Node ist einfach irgendein Computer, der das im Tor-Netzwerk hängt und das benutzt oder bereitstellt. Ein Relay ist eine Node, die tatsächlich auch Traffic durchleitet. Das ist eine der wichtigen Funktionen. Also das muss man nicht tun, man kann auch einfach ein Tor bei sich aufsetzen und das nur benutzen, um man in das Tor-Netzwerk reinzukommen. Ein Relay hilft halt tatsächlich dem Tor-Netzwerk, indem es Bandbreite bereitstellt. Dann gibt es noch Exits. Ein Exit ist ein spezielles Relay, das quasi am Ende der Kette hängt und wieder in den Rest des Internets weiterleitet. Das ist insofern halt etwas heikel, weil man ist dann halt, das Relay Traffic, der aus diesem Exit rauskommt, der sieht natürlich so aus, als ob er von diesem Exit kommt. Und da ja natürlich aus diesem Exit Traffic von sonst woher kommen kann, ist das ein bisschen heikel, weil wenn jetzt da jemand, keine Ahnung, Torrents über das Tor-Netzwerk zieht, was prinzipiell eine scheiß Idee ist, aber man könnte das ja tun, dann kommt da halt so eine Abmahnung und dann geht die halt an diese IP-Adresse, die das Exit hat. Nur so als Beispiel. Das ist so ein bisschen heikel. Deswegen sind Exits auch nicht so beliebt zu machen, aber man braucht sie halt. Und dann gibt es noch Bridges. Das ist eine spezielle Art von Relay, die Tor gibt immer nur eine kleine Anzahl von Bridges raus, wenn man das Netzwerk danach fragt, um halt zu verhindern, dass irgendjemand die gesamte Liste aller Bridges kriegt. Das heißt, zum Beispiel ein chinesischer Dissident kann dann sich eine Bridge erfragen, um immer noch eine IP zu kriegen, um in das Tor-Netzwerk reinzukommen, weil die chinesische Regierung aktiv nach Tor-Nord scannt und diese auch blockiert. Und Bridges sind ein Versuch, das zu umgehen, indem man halt nicht immer alle rausgibt. Die sind auch ganz wichtig, da kann man auch mit wenig Bandbreite eine betreiben, weil die trotzdem helfen. So, jetzt soll es darum gehen, wie kann man denn so eine Tor-Nord eigentlich aufsetzen? Für das Setup braucht man eigentlich nicht viel. Natürlich, die Voraussetzung ist, ihr wollt solchen Menschen helfen, die von ihrer Regierung zensiert werden, überwacht werden oder ihr wollt einfach nur anonym browsen oder Leuten dabei helfen. 20 Kilobit Bandbreite sind eigentlich schon genug. Kilobit oder könnten noch Byte sein, ich muss nochmal nachgucken. Egal, es ist wenig Traffic, den man oder Bandbreite, den man haben muss, um überhaupt dem Netzwerk schon helfen zu können. Es ist wirklich schon cool, wenn man das bereitstellt. Und ihr braucht ein paar Minuten, um es aufzusetzen. Das ist aber prinzipiell nicht schwer. Jetzt habe ich hier so zwei Sachen, wie man es aufsetzen kann. Es gibt einige Tor-Controller. Der generelle Weg ist der manuelle Weg, indem man halt eine Config
für den Tordämon macht. Das ist auch prinzipiell nicht so schwer. Das ist, die meisten Distros liefern gescheite Defaults aus und haben gute Dokumentation. Also der Default-File auf den meisten Distros ist sehr, sehr gut kommentiert und die Manpage ist eigentlich auch zu gebrauchen. Das kann man sich auch schön angucken. Also die Manpage ist, ja, die ist jetzt nicht so interessant, aber also die ist sehr, sehr gut kommentiert, wie man sieht. Da steht so ziemlich alles drin, was man machen muss. Ich habe jetzt bei mir, also bei mir lokal läuft nur so ein Tor, damit ich ins Tornetzwerk reinkomme. Und man muss auch nicht, also das ist tatsächlich nur der Default-Config-File. Also wenn man auf den meisten Distros ein Tor installiert, dann ist das erstmal so konfiguriert, dass man das nur benutzen kann, um ins Tornetz reinzukommen. Also das leitet noch nichts durch oder so. Ja, andererseits kann man das natürlich auch dann so aufsetzen, dass es auch tatsächlich Traffic durchleitet. So, das sieht dann in etwa so aus, wenn dieses Internet jetzt auch mal machen würde. Ja, das ist eigentlich alles, was man schon braucht. Also man sagt ihm halt, wo er da verbinden soll und so weiter. Man kann diesem Node noch einen Nickname geben. Also ziemlich viel kann Tor auch automatisch konfigurieren, das kann man ihm dann sagen. So zum Beispiel dieses Soxport 0. Ich meine, der Port 0 macht keinen Sinn. Also wenn das da drin steht, dann sagt er, okay, ich konfiguriere das selber. Da macht es auch in 99% der Fälle das Richtige. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, ist das hier unten, diese Zeile hier. Ja, das war jetzt unclever. Wie man sieht, das ist die Exit Policy, die sagt einfach, wo darf ein Node hin nach außen connecten. Und man sollte halt, wenn man nur ein Relay betreiben will, das auf dieses setzen. Das heißt, keine IP und kein Port ist erlaubt. Das heißt, es ist nur ein Relay. Wenn man jetzt natürlich ein Exit betreiben möchte, kann man da auch noch so gewisse Sachen ausschalten. Zum Beispiel ganz viele Relays, Exits blockieren halt Port 25 generell, damit kein Spam verschickt wird. Oder lassen nur 22 und 443 oder so durch und 80, dass man halt surfen kann. Ja, also man sieht, es ist nicht viel Aufwand, das zu konfigurieren. Jetzt gibt es natürlich auch noch so Leute, die möchten halt nicht mit solchen Config-Files rummachen. Da gibt es dann noch ein Programm von Tor auch, das nennt sich Vidalia. Das ist ein grafischer Controller für Tor. Der kann auch eigentlich alles, um ein Relay zu oder ein Exit zu betreiben. Upsa. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Also ich bin da nicht der Experte für, aber es sieht so aus und tut auch nicht das Richtige bei mir. Da kann man dann hier mit Setup Relaying, upsa, wenn es denn jetzt gehen würde, kann man hier, ich habe sie wie gesagt noch nicht benutzt, ich glaube MZ kann euch da mehr zu erzählen. Wenn du möchtest, also wenn Leute zu dir kommen oder so. Da kann man dann hier auch ein Relay aufsetzen. Das kann auch, glaube ich, hier irgendwo dann Exit Policy oder so setzen, wenn man denn an Exit bei Sharing. Ja, genau hier. Da kann man einen Exit Relay dann aufsetzen. Also das ist auch kinderleicht, wenn man das möchte. Das kann man auch zum Beispiel dann einfach bei sich laufen lassen. Selbst ein mobiler Laptop oder so, wenn man 20 Kilobit oder so Bandbreite hat, das reicht schon. Das ist auch ziemlich cool, weil wenn man öfter mal eine verschiedene IP hat, dann ist das Netzwerk dynamischer und das ist schwieriger zu zensieren. Also wie gesagt, kann man sehr gut machen damit. Ja, warum ich diesen Vortrag eigentlich gehalten habe, nebenbei, um euch natürlich über Tor aufzuklären, dass ihr natürlich jetzt alle Relays betreiben werdet, möchte ich damit auch so ein bisschen eine Tor-Gruppe hier aufmachen. Wo man sich ein bisschen koordinieren kann, austauschen, zusammen Relays betreiben. Eventuell sogar irgendwann Exits betreibst. Das möchte ich jetzt als Zusatz natürlich nicht unter dem Namen des RZLs oder hier machen. Ganz wichtig, weil Exit ist wirklich ein bisschen schwierig, das zu machen. Da muss man aufpassen, was man tut. Ich möchte mich eventuell mit anderen Vereinen koordinieren. Es gibt da zum Beispiel in Deutschland die Zwiebelfreunde, den CCC natürlich. Der CCC betreibt 4 riesige Exits. Ja, jetzt würde ich mal fragen, wer hätte denn daran Interesse? Sind einige Leute? 5? Also 7 bräuchten wir zum Beispiel, um einen Verein aufzumachen. Das wäre nämlich schon ziemlich cool. Ja, dann gibt's noch Fragen.
Oder habe ich euch alle überzeugt, jetzt ein Relay aufzumachen? Wie wichtig ist es, Up-Armor dazu zu benutzen? Up-Armor? Ja, und dann wollte ich für das vor, wenn ich es zerliere. Da habe ich noch nicht. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also es gibt ziemlich viel, was Tor macht. Da gibt es auch einen ganz tollen Talk auf dem 29C3 zu. Das Tor Software-Ökosystem. Den kann ich empfehlen zu gucken. Müsstest du dich darüber informieren, was Up-Armor macht? Ich weiß es nicht. Aber wenn Tor das vorschlägt, hat das sicher auch irgendeinen Sinn. Ja, gibt es sonst Fragen? Ja, dann bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit.